Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Und ja, wir haben wieder einige sehr schöne Sachen gefunden. Und eins der Highlights kommt am Anfang und eins der Highlights kommt fast am Ende. Aber worum es genau geht, seht ihr natürlich erst nach meinem Intro. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Und es gab Spiele. Heute waren ein, zwei mehr Spiele als sonst, aber es gab auch ein kleines Highlight für mich am Schluss, fast am Schluss. Das habt ihr bei mir noch nicht gesehen und das wird sehr interessant. Ja, und deshalb gehen wir ins erste Video. Ich guck trotzdem mal, ja? Das ist mir egal. Was nehmt ihr für Spiele? Kommt drauf an welches, aber im Durchschnitt ein Fünfer. Durchschnitt ein Fünfer? Ja, für Matrix Reihe. Duel Masters auch Reihe. Kannst du aber, ich glaube, das habe ich noch nicht. Einmal, was wolltest du denn rein? Doch, habe ich schon? Okay, dann habe ich doch schon. Ja, da waren noch 27. Und dafür? Dafür ist es mal bitte. Ja. Kann ich sogar nachvollziehen. Ich will diese Spielkarte so nehmen. Die Playstation gibt es nicht. Okay, soll er mir 90 geben, ist okay. 300 hat er gekostet, Hand an. Wie viel gibt's da? Wie viel? Was? Hast du schon? Hab ich schon. Siehst du? Was hast du gesagt? Dafür 60. Guck mal, musst du nur den Kollegen fragen. Er hat Ahnung. Was kann man für so eine Playstation verlangen? Playstation 2, Funktionstisch und Controller? Ich sag lieber nichts. Warum? Willst du sie selber kaufen? Nee. Ah, die habe ich auch mass zu Hause. Aber 60 Euro ist doch, denke schon, ein fairer Preis, oder? Oder ist zu viel? Aber der funktioniert, echt? Bruder Herz. Ja. Diese waren meine. Leider ja. Ja, wofür ist okay? Die Dinger schmeißen wir für 20, 25 hinterher bei eBay. Echt? Aber du hast schon so schön. Ja. Warte mal. Habe ich behutsam. Du? Habe ich behutsam gespielt. Meine sind auch gepflegt. Ich krieg trotzdem nicht mehr. Nee, kann sein. Achso. Deswegen auch, ansonsten würde ich mich ungern. Ja, ich muss ja zu Hause schon anbauen. Ja? Ich muss ja zu Hause schon anbauen. Ich habe meine auch alle in Tüten zu Hause. Ja, meine guten sind sogar noch im Case dran. Ganz gut, da gibt es ja diese UV-Case, das ist auch so falsch dran. Das war arschteuer die Scheiße, aber lohnt sich halt bei gewissen Spielen. Na ja, klar. Danke dir. Na dann noch viel Erfolg. Danke, danke. Da drüben? Ja, und in diesem Video habt ihr gesehen, da habe ich ein Spiel gefunden. Und zwar Blood Omen 2. Noch in der Hülle und in einem tadellosen Zustand. Ihr habt es gesehen, ich habe es ja kurz rausgenommen gehabt. Super, für 5 Euro. Dieses Spiel wird gehandelt so um die 15 bis 20 Euro bei eBay. Und ich bin froh. Er hat es mir für 5 Euro überlassen. Er hatte noch mehr Sachen da, aber die hatte ich leider alle schon. Das war so ein Problem. Dann wollte er mir noch eine PS2 andrehen für 60 Euro. Eine Slim, davon habe ich ja hier auch so 2-3 rumzuliegen. Und hatte mich dann auch noch nach dem Preis gefragt und ich sagte, also ich würde 20, 30 Euro dafür nehmen, aber er wollte 60 dafür und das ist natürlich nicht in meinem Budget gewesen. Aber Blood Omen 2, ein Highlight heute. Coole Geschichte, toll es gefunden zu haben. So, weiter geht's ins nächste Video. Kannst du die jetzt wieder? Ja. Das ist super. Ich kann ihn mal bitten.
Was wollen wir für die beiden? Ja, hier gehört nur die Platte. Ah, okay. Ach, Tatsache. Die sieht man nicht mehr, da wenn man auf dem Flohmarkt die Karten hatte. Was wollen denn haben für einen? Dann nehmen wir die beiden. Ja, den Fliegenpilz haben wir vorhin mal mitgenommen. Ja. Den wolltest du doch, weißt du noch? Nein, das ist etwas mehr. Ja, zu viel. Ja, ist 1,50. Passt. Bitte. Ja, und ein kleines Stück weiter bin ich dann an einen Stand gelandet. Das waren die Eltern mit ihrem Sohn und die haben da kräftig verkauft. Er hatte da ein paar Skylanders rumzustehen und alles sowas. Hatte ich aber alle schon. Also für mich nichts Interessantes. Aber er hat zwei Items gehabt. Das sind so eine Art Fallen oder irgendwelche Zaubersachen, die man da kriegen kann. Einmal für die Skylanders, sogar noch mit Karte Sky Diamond. Das ist sehr cool. Geht also auf jeden Fall so in die Sammlung. Und einmal, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, das ist ein Trooper-Kopf. Ja, ein Sturmtrooper. Ja, das ist auch ganz geil. Das ist allerdings für Infinity. Viele kommen da durcheinander, aber nein. Infinity Skylanders, ganz klar. Der junge Mann wollte 1 Euro haben. Er hat 1 Euro gekriegt. Er hat 1,50 Euro gekriegt. Ich habe ihm einfach mal 50 Cent mehr gegeben. Lief mir so in die Hand. Egal. Coole Geschichte, freut mich voll, die Eltern waren auch einverstanden, alles super. Ab ins nächste Video. Hallo. Hi. Ja. Alles gut bei euch auch? Ja, muss. Muss? Ja. Wird ja immer überschaulicher bei euch. Ja, ne? Und die verlassen sich immer jedes Mal, oder? Naja, brauchst du mir ja nicht so sagen. Oh. Alle Kabel, 1 Euro. Ein Stück, ja, ein Stück. Handykabel, Playstation-Kabel drin. Ach man, das ist doch lang. Ja, schlimm, ne? Hier, den kanntest du doch nicht, ne? Aber gerade noch jung. Der jüngste Bruder ist das. Das ist aber schon eine Generation älter als ich. Was hast du denn noch da? Hm? Das will ich nicht, lieber du die Proben kannst. Das habe ich schon, ne? Weiß ich nicht. Guck mal da als erstes. Guck mal hier als erstes. Das hast du nicht? Hast du nicht? Weiß ich nicht. Kann ich ja nicht scannen, weil da ist ein Aufkleber drüber. Ach du. Das ist auch nicht. Hab ich nicht? Nee. Wieso nicht? Das sieht doch nicht. Da, weiter. Das hast du auch nicht. Hab ich auch nicht. So auch nicht. Was willst du für so ein DS-Spiel? Gibst du mir jetzt wie 50 in Spiel und alles okay? Hast beide geguckt, ja? Ne, ich hab nur das eine. Was denn? Geben Sie mir 2 Euro. Geben Sie auch 1 Euro, ja. Mit mir kann man ja an. Oh ja, jetzt kommen die harten Sachen. Jetzt kommen die harten Sachen, ja. Zehner, ja. Zehner, ja. Kannst du gucken, aber sag ich noch nicht. Kannst du machen, aber ich habe in 2 habe ich glaube ich schon genommen. Drückst du mir die in die Hand? Ich habe die extra hingelegt, damit ich sie in der Hand halten muss. Ich
Ich glaube auch öfters die F-Spiele. Ja? Ja? Ja. Also wie viel habt ihr jetzt? Vier. Okay. 250er Spiele. Okay. Ja, genau. Okay. Passt. Alles gut. Ich schreibe. Ja, und in diesem Video bin ich mal wieder an einem, an einem, den ich da öfters auf diesem Flohmarkt treffe gewesen. Und der hat immer wieder super Sachen mit dabei und auch preisgünstige Sachen. Bei dem hatte ich damals den Duke gefunden, den Controller für die Xbox Classic. War eine schöne Geschichte damals und er hatte jetzt auch wieder vier Sachen, wie ihr gesehen habt, für mich. Und das war einmal Asterix und Obelix XXL2, Mission Wifix. Oder wie man das auch immer nennen mag, war auch alles in einem tadellosen Zustand, ist bei ihm immer. Der Controller war zwar damals nicht top, aber die Spiele hier sind mit Anleitung und Spiel, was will ich mehr. So, dann gab es dazu einmal Asterix, Ezio Olympic Games, auch eine sehr schöne Sache, auch komplett, auch echt cool. So, und dann haben wir hier die Legende des Ankh. Kennen wir irgendwie alle. Ich habe den Film mal gesehen. Irgendwie habe ich erwartet, dass da mal ein oder zwei Teile nachkommen, aber nein. Auch Tutti Completti. Mit Anleitung und allem drum und dran. Und einmal, ja, das ist so mehr Herzsache. Tabaluga. Er wollte pro DS-Spiel 2,50. Also habe ich für diese ganzen vier Spiele einfach mal 10 Euro bezahlt. Das ist gut. Weil gerade sind ja keine 0815 Spiele. Asterix gilt immer. Habe ich mir mal anhören müssen und ja, es ist richtig, Asterix geht immer. So, aber genug geschmeckt, weiter ins nächste Video. Ja, guck mal, da ist er wieder, mein Freund. Da guck mal, der 2DS ist weg. Hast du zufällig noch einen U3DS irgendwo? Schade. Was denn? Wir haben die 4,7, 4 Dings, oder? Ja. 15. Achso, nee, wir haben es da rausgeholt. 10er, ist der wert? 10er? Ein 10er würde ich nehmen. Ja, das machen wir. FIFA? FIFA ist toll. Nein, danke. Was habe ich hier? 4, 5 Euro die pro Ding hier haben wir gefunden. Ja. Hammer. Kommt nicht immer, weißt du? Nee, ist super. Haben wir heute Glück gehabt. Frag die Dame, was die kostet. Hinten im Stand. Die sagt mir 3 Euro. Nee, sie hat. Sie sagt mir 3 Euro. Ich denke, Stück 3 Euro, weißt du? Hab mir so überlegt. Hab gesagt, machst du es 2? Sie sagt ja. Ich gebe mir 10er, sie gibt mir 8 Euro wieder zurück. Ich sag, was nicht so? Sie sagt, nein, ich will alles, alle 2 Euro haben. Also ich war schon einverstanden mit dieser 2 Euro Geschichte. Weißt du? Verstehst du? Ja, ja, okay. Und sie hat alles für 2 Euro. Nein. Also so ein Zufall passiert mir öfters nicht. Sehr selten. Ja. Ja, erstmal den 10er. Den 10er. Du hast den 10er für den auch abziehen? Micro SD-Karte benötigt. Wieso will der eine Micro SD-Karte haben? Nee. Die Karte ist hier immer so. Nur 10. An der anderen Seite. Also dafür. Ja. Ach, da ist da eine Dame hinten. Okay. Die hat ja haufenweise Spiele und alles so, weil ja, ihr Mann ist gestorben teuer, ist. Die ist aber teuer. Sie ist teuer, aber sie hat mir auch, ich habe ihr dann gezeigt. Ja, die ist seit 2 Monaten nach dem Mann gestorben. Ja, da ja. Ist immer ein Mann bei. Aber immer ein okay. Mann ist bei. Da ist immer jemand bei. Okay. Ich habe meinen Landsmann, ich habe ja nicht geplant. Ja. Ich habe ihr gleich gesagt, das Spiel kostet so viel, sie was. Und da hat sie nachgeguckt, habe ich gesagt, ja, sie was. Ja. Na gut, dann okay. Noch viel Erfolg. Viel Spaß. Danke. Na, guck mal, wie schnell er auf den 10er runtergegangen ist. Ne? Aber da wieder ein Vita-Spiel. Ja, und in diesem Video waren wir mal wieder bei meinem Freund. Bei dem ich schon ein paar Mal war, da habe ich mir damals mal ein DS 2XL angeguckt. Ich weiß nicht mehr, irgendwie so war das. Und der wollte immer nicht runtergehen für den Preis.
Und da sah ich doch dieses Harry Potter, die Jahre 5 bis 7 liegt. Hm, ich dachte mir, naja, hat er wieder horrende Preise. Ja, und er sagte auch gleich 15 Euro. Ich so, uff, 15 Euro. Naja, ist mir 15 Euro ist mir zu heftig für ein Vita-Spiele sind auch nicht günstig. Wirklich, die sind echt nicht günstig, aber ich gebe da höchstens 10, 12 Euro für aus. Und auf einmal haut er raus, nimmt es von unten, wo ich es reingelegt habe, wieder hoch und sagt, hier, 10er. Ich so, ja, naja, für einen 10er nehme ich natürlich mit. Ist ein Lego, ist ein Harry Potter, ist eine coole Geschichte, ist ein Vita-Spiel. Ich mag die Vita. Für mich ist die Vita eine der Handheld-Konsolen, die ich sehr mag. Ja, naja, gut, wieder ein Spiel. So, auf ins nächste Video. Und jetzt, achtet drauf, kleines Highlight. Ach, hätte ich den. Was ist das? Gib mal her. Oh, die ist ganz schön zerstört. Was ist das? Nee, davor. Das 70er. Cat Stevens. Nee, weiter. Die haben wir, glaube ich. Nee. Weiter. Cool. Hier ist zwar zerstört, aber ist okay. Ja. Genau. Alles klar. Bitteschön. So, jetzt hole ich mein Täschchen raus. Hä? Wo die reinpassen. Sind halt gute Lieder drauf. Da ist das hier zart. So, ja. Kleines Highlight in dem Sinne. Weil ich habe mir dort, wie ihr gesehen habt, Platten gekauft. Schallplatten, LPs. Und zwar Otto. Otto und Otto. Das sind die Shows, die er damals gemacht hat. Die hatte mein Vater schon, diese Platten. Ich habe die Schallplatten von meinem Vater leider damals nicht wiedergefunden. Von Otto, und ich sammle sie jetzt alle. Und meine Frau hat die gesehen, hat sich gleich draufgestürzt. Und ja, ich finde toll, dass ich diese Otto-Shows jetzt wieder habe. Und besonders auf Vinyl. Ich liebe Vinyl. Meine Frau liebt übrigens auch Vinyl. Ja, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich diese Turbo-Hit mitgenommen habe, die hier seitlich schon ganz schön beschädigt ist. Ja, ganz ehrlich, die Lieder, die drauf sind, das ist der Hammer. Hier ist Rod Stewart drauf, Kim Wilde, Foreigner, Alice, dann ist hier Albano und Robina Power. Das ist so ein bisschen meine Kindheit. Das ist einfach nur cool. Das ist eine richtig coole Geschichte. Ich werde jetzt auf Flohmärkten mehr auch mal nach Schallplatten gucken, weil ich finde das nur geil. Falco ist hier auch noch drauf. Ey, geht nicht besser. Ja, also, 4 Schallplatten, 4 Euro. Kann man schon mal machen. Also, gehen in meine Schallplattensammlung. Bin begeistert. Bin happy. Ja, das war's eigentlich schon von diesem Video. Es waren coole Sachen mit dabei. Das Vita-Spiel, die DS-Spiele, die Schallplatten natürlich für mich ein persönliches Highlight. Selbst diese kleinen Sachen hier von dem jungen Mann. Super Geschichte. Skylanders geht immer. Ich suche immer noch ein Regal oder irgendwas. Ich habe jetzt hier schon ein paar Mal umgebaut in letzter Zeit, aber ich brauche immer noch irgendwie eine Vitrine und ein Regal, weil ich ganz Skylanders reinstellen kann. Hier ist zwar eine Vitrine, aber
Glaubt mir, das ist nur 20% von den Skylanders, die ich habe. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, es hat euch Freude gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Video, hoffe ich doch. Bis dann, ciao, ciao, Leute.